Hallo meine lieben Gamer und willkommen zu einem neuen Video zu F1 2020. Das Spiel kommt ja am 10. Juli raus und ich kann euch vorab schon mal etwas Neues zeigen, nämlich den Stadtkurs von Hanoi in Vietnam. Einer der beiden neuen Rennkurse, die dieses Jahr dabei sein sollten, ich betone mit sollten, weil aktuell ist die komplette Formel 1 Saison überhaupt komplett durcheinander geraten und wir wissen gar nicht zum aktuellen Zeitpunkt, was jetzt für Kurse mit dabei sein werden in diesem Jahr und welche nicht. So oder so war geplant, dass auf jeden Fall Hanoi mit dabei ist im Rennkalender im Frühjahr schon, genauso wie Zandvoort in Holland. Beide Kurse sind ja wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht dabei, aber zumindest virtuell dürfen wir die hier fahren. Und die zeige ich euch und diesen Kurs zeige ich euch jetzt. Zandvoort habe ich ja schon mal in einem anderen Video gezeigt und jetzt darf ich euch auch endlich den Stadtkurs von Hanoi zeigen. Und zwar dürfen deswegen, weil es gab vorher noch keine Freigabe. Es ist nämlich so, bei Formel 1 Spielen ist es immer ziemlich komplizierte Sache wegen Freigaben. Manche Dinge darf man zeigen, manche nicht. Und das ist auch für Codemasters, für den Entwickler, immer ein ziemliches Hin und Her, weil der sich natürlich immer auch in Sachen Lizenzierung immer alles freigeben lassen muss. Von den Herstellern, von den Teams, von der FIA. Da spielen sehr viele Leute irgendwie mit rein. So oder so sind wir jetzt gerade im Ferrari unterwegs, auf dem besagten Kurs. Ich habe hier aktuell noch die Ideallinie noch angeschaltet, allerdings die werde ich jetzt gleich im weiteren Video noch abschalten, wo wir dann gleich mit dem Red Bull unterwegs sind. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Runde auf dem 5,6 Kilometer langen Kurs. Ziemlich lange und der Kurs hat satte 23 Kurven, das heißt ihr müsst euch da ganz schön einarbeiten in das Ding. Ist vor allen Dingen gemein, weil es relativ wenig Auslaufzonen gibt. Einige gibt es, aber vor allen Dingen nach den langen Geraden, ist klar. Bloß, ja, ihr dürft halt trotzdem, ihr habt wenig Platz hier für Fehler. Also, das fängt eigentlich schon hier an. Wir haben gleich zur Start-Ziel-Linie. Die Startgerade übrigens sehr, sehr kurz, überraschend kurz. Also man fährt echt nur ein paar hundert Meter und schon ist man in der Kurve drin. Man hat wenig Platz. Natürlich die typischen Auslaufzonen, die auch asphaltiert sind. Das ist auch typisch moderner Formel-1-Kurs. Hat das. Der hat eigentlich kaum noch Sandbänke. Und was man auch an dem Kurs anmerkt, ja, er ist designt worden von Hermann Thielke, dem deutschen Streckenarchitekten, der schon sehr viele Kurse, Formel-1-Kurse vor allen Dingen, designt hat. Und das merkt man auch irgendwie. Da ist so ein bisschen diese Charakteristik drin. Problem ist, der Kurs hat jetzt nicht so eine schöne Charakteristik, wie ich finde zumindest, wie zum Beispiel Zandvoort oder überhaupt historische Strecken, ist klar. Allerdings, der wurde halt quasi designt für moderne Formel-1-Wagen. Das merkt man auch. Gleichzeitig hat der Kurs sehr viele bekannte Elemente drin. Und zwar ließ sich der Architekt inspirieren unter anderem von Monaco, von Suzuka, von Sepang und vom Nürburgring, der Grand Prix-Strecke. Und hier, gerade hier, die S-Kurven, die erinnern tatsächlich ein wenig an Suzuka. Zumindest aus den ersten Sektor. Und es ist so ein bisschen so zusammengewürfelt, wirkt es ein wenig, ganz ehrlich. Und was mir halt auch auffällt, zum einen, das ist noch ein geografisches Problem. Der Kurs ist komplett flach. Es gibt hier keine Anhöhen, wo man hochfährt, wo man wieder runterfährt und so weiter. Es ist komplett gerade alles. Deshalb erscheint der Kurs schon mal ein bisschen langweiliger. Auch optisch grundsätzlich. Weil natürlich, man sieht im Grunde nur den Asphalt und die Banden. Links und rechts und zwischendurch Tribünen. Nichtsdestotrotz ist er fahrerisch ganz interessant, weil er eigentlich einen ganz typisch für einen modernen F1-Kurs einen ganz komischen Rhythmus hat und dieser Rhythmus immer wieder unterbrochen wird. Und da ist es halt schwierig auch die Bremspunkte zu finden, vor allen Dingen wenn ihr ohne Ideallinie fahrt, weil ja, ihr müsst euch wirklich an den Schildern zurechtfinden, weil ihr sonst euch ganz schlecht orientieren könnt. Wir kommen jetzt auf diese besagte lange Gerade. 1,5 Kilometer ist diese Gerade lang und das ist keine echte Gerade hier, sondern die ist leicht gebogen, das seht ihr. Die ist ein bisschen unübersichtlich und danach ist im Grunde, würde ich mal sagen, eine der engsten Kurven, also die engste Kurve, glaube ich, hier auf dem Circuit und eine der engsten Kurven überhaupt. Also man muss ja, ich weiß auch nicht, gefühlt mit 60 km/h hier durchfahren und kann das dann wieder rausbeschleunigen. Das heißt, hier wird es hoffentlich schöne Windschattenduelle geben. Auch nicht nur virtuell, sondern auch auf dem realen Grand Prix, wenn der dann mal irgendwann auch gefahren wird. Und jetzt kommen wir eben in diese Passage.
wo ich vorhin gesagt habe, die ein bisschen aussieht wie Suzuka. Und wo man auch wirklich einen schönen Rhythmus braucht, um durchzufahren. Und man kann auch hier nicht Vollgas geben, sondern muss immer wieder vom Gas runter und gucken, wie schnell man wirklich sich da durchschlängeln kann durch das Ganze. Und am Schluss kann es eben sein, hier ist noch eine enge Kurve, die bringt einen komplett aus dem Rhythmus raus. Und dann geht es eigentlich wieder zurück zur Start-Ziellinie. Und die, wie gesagt, die ist sehr, sehr kurz. Also man beschleunigt wegen ein paar hundert Meter, dann gleich mal eine enge Linkskurve, schlecht übersichtlich, gefolgt von einer langgezogenen Rechtskurve. Und dann, die wird dann auch noch eng hier. Und dann schlängelt es sich wieder quasi auch wieder S-mäßig durch, immer weiter. Jetzt die erste längere Gerade, also eigentlich die zweitlängste Gerade, die man auch anbremsen muss. Und das ist jetzt interessant, das ist nämlich ein ganz komisches Konstrukt hier. Das ist nämlich ein pilzförmiger Streckenabschnitt. Also hier fahrt ihr nämlich im Halbkreis 180 Grad herum. Und da muss man tierisch aufpassen, dass man nicht zu früh auf dem Gas ist, weil sonst hat man eine ganz schlechte Position für die kommende Gerade, eben für diese lange Gerade, die wie gesagt eben nicht so ganz gerade ist. Aber deswegen fährt auch interessant ist, aber mir sieht hier ein bisschen gefährlich aus, vor allen Dingen, weil man hier bestimmt über 330 km/h fahren kann. Und ich bin mal gespannt, wie das dann wirklich im Wettbewerb das Ganze aussieht. Und jetzt, wie gesagt, jetzt kommen wir nochmal zu einer ganz kurzen Gerade und dann schlängeln wir uns zu diesen besagten S-Kurven. Das ist übrigens auch mein Lieblingsstreckenabschnitt, wo man sich hier hin und her durchfinden muss. Vor allen Dingen, weil man viele Kurven hier auch blind anfahren muss. Überhaupt muss man einige Kurven muss man kennen, damit man weiß, mit welchem Speed man durchgehen kann, weil sie nicht einsehbar sind, wegen den Banden eben. Bin auch gespannt, wie das dann sicherheitsmäßig ist, wenn dann ums Eck hier irgendwo ein Auto steht, habt ihr dann wahrscheinlich ganz schnell ein Problem, daran vorbeizukommen. Wir haben auf dem Kurs auch zwei DRS-Zonen. Man sieht es auf der Streckenkarte unten links. Und was man auch sieht, das ist auch interessant, das zeige ich jetzt zwar im Video nicht, aber das ist auch mit dabei, und zwar die Boxengasse ist hier verkürzt. Das heißt, wenn ihr in die Boxengasse abbiegt, das ist die weiße Linie auf der Streckenkarte, dann könnt ihr euch ein Eck sparen zu fahren. Das heißt, ihr verbraucht weniger Zeit in der Box. Das ist wahrscheinlich auch taktisch ganz interessant dann, weil man auf dem Kurs dann quasi hier noch einen Schlenkerer rausfahren muss. Und da vielleicht ist es dann sogar besser, mehr Boxenstops einzulegen. Hier gerade bin ich gerade auch an die Bande touchiert. Es passiert ganz schnell, wenn man so ein bisschen nur nicht aufpasst. Es hat ein bisschen deswegen auch ein bisschen was von Monaco, wobei es natürlich viel breiter ist hier als in Monaco und nicht ganz so fies und hinterhältig. Nichtsdestotrotz muss man echt immer aufpassen. Und wie gesagt, es ist nicht so ein schöner Rhythmus, den man hier hat, wie zum Beispiel in Sanford in dem anderen neuen Kurs. Ich darf euch auch von der aktuellen Vorabversion, die ich hier habe, nur eben die Zeitfahrten zeigen. Ich darf eben noch keine Grand Prix oder irgendwas zeigen. Das ist alles noch ein bisschen alles eingeschränkt, wie eingangs ja schon erwähnt. Hier sind jetzt nochmal offizielle Impressionen aus dem offiziellen Trailer. Mit nochmal im Ferrari, aber im Grunde, ihr seht ja, das ist jetzt grafisch genauso, wirklich Ingame-Grafik. Ich habe das Ganze übrigens gespielt an meinem PC, der eine RTX 2070 Grafikkarte verbaut hat. Und das Ganze läuft bei mir schon recht sehr, sehr stabil mit 1440p Auflösung und Ultra-Details. Und ja, die Ego-Engine, also die Grafik-Engine von dem Spiel, ist ja auch schon seit Jahren echt recht ausgereift. Und ja, bin mal gespannt, weil die neuen Kurse ja eben entsprechend, ja, zumindest was Neues fürs Auge bieten. Die alten Kurse, die anderen 20 bekannten Kurse kennt man ja eben auch. Und überhaupt bin ich gespannt auf das neue F1 2020, weil wir ja diesmal auch noch einen neuen Modus mit dabei haben, einen neuen Spielmodus, nämlich My Team, wo man das eigene Rennteam aufbaut und eben auch alternativ natürlich auch die normale Karriere bestreiten kann, aber eben auch zusätzlich einen Teammodus alternativ dazu machen kann. Ja, das jetzt mal von F1 2020, von einem weiteren ersten Eindruck. Ich bin gespannt, das Spiel kommt am 10. Juli raus. Es gibt es auch noch in der Michael Schumacher Special Edition. Ist alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr könnt das Ganze gerne abonnieren. Und wir sehen uns sehr gerne beim nächsten Video hier auf diesem Kanal. Macht's gut, bis dahin,